für Pferde, Leute. Heute wollen wir ein bisschen mit dem Hänger hier spielen, weil der steht gerade da, weil wir für Queenies Audition üben. Und mit dem alten Hänger konnte der Cisco rückwärts in den Hänger gehen. Hier ist die Rampe natürlich ganz schön hoch. Deswegen habe ich ihn erstmal auf die Rampe gestellt, worauf er dann rückwärts in die Lücke reingegangen ist. Das war gar nicht meine Idee, er sollte eigentlich warten. Ich nehme jetzt mal nur die Vorderbeine. Nur eins, super. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Ja, toll machst du das. Geh mal da rein. So toll. Und da sieht man, habe ich Jahre nicht gemacht. Wir haben ihn seit 2014, diesen Hänger. Der hat es nicht vergessen. Aber, wollen wir mal runter. Wir wollen jetzt mal beide Vorderbeine unten haben. Komm her, Kleiner. Gut. Super. Feiner Junge. Ganz toll. Wenn du nochmal rückwärts reingehst? Genau, das ist doch nicht schlimm. Das ist eine Pferde kauen, lässt man die eigentlich in Ruhe, aber immer wenn ich filme, habe ich so ein Bedürfnis durchzuquatschen. Aber bei Pferden, die man schon lange hat und so, ist das nicht gleich so die Auswirkung, wenn die Beziehung stimmt. Ein Hinterhof runter ist der nächste Plan. Das ist ja, ist das so tief? Oh Gott, ist auch blöd aufgebaut. Hier einer sieht es aber nicht. Schön. Schön. Und nochmal runterkommen. Ja, und zurück. Hätte einer sein sollen. Ja, und zurück, 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 zurück. Ja, zurück. Das war der Plan. Das hast du gut gemacht, wenn auch schwierig. Und damit breche ich dann für diesen Tag auch ab. Dann können die drüber nachdenken. Anstatt jetzt gleich in die Vollen zu gehen, ich will jetzt beide Hinterbeine. Oder bei Pferden, die es noch nie gemacht haben, nur die Vorderbeine, manchmal über Wochen, wenn man es denn pferdegerecht machen will. Es sei denn, sie bieten es wirklich von sich aus an. Das gibt es ja auch schon mal. Und immer, wenn er was gut gemacht hat, ist bei der Queenie auch so, darf er sich was aussuchen. Und alle beide wollen dann immer diesen Stick in den Mund nehmen. Dann komm mal her. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.